Hallo Menschen, heute kommt der Buchkauf-Tag, zu dem ich freundlicherweise Bookmarked eingeladen hat. Vielen, vielen Dank nochmal. Es geht gleich los mit: Wo kaufst du deine Bücher? Das ist zum Großteil die eigene Buchhandlung. Also die gehört natürlich nicht mehr, aber ich arbeite da, denn das ist einfach praktisch. Ich komme da jeden Tag oder jeden zweiten Tag rein und die Bücher sind da. Ich muss nicht noch irgendwo extra hingehen. Ich habe das schon mal in einem Kommentar, ich glaube bei Chrissys Kleine Welt, geschrieben. Ich würde sagen, wirklich so 98% sind überhaupt erstmal im Buchhandel, nicht nur in meinem. Ich fahre ja auch mal in andere Städte. Ich habe auch eine andere Lieblingsbuchhandlung hier in Dresden, in die ich gerne gehe. Wirklich nur noch dieses 1% vielleicht online, wenn mal ein Buch wirklich vergriffen ist und ich da nicht mehr rankomme anderweitig. Und von den 99%, die ich in der Buchhandlung kaufe, würde ich schon sagen, das sind auch echt viele, die halt in meiner eigenen Buchhandlung sind, einfach aus Faulheit da jetzt ständig woanders hinzugehen. Das kann ich jetzt schlecht an Zahlen festmachen. Es ist, also der Großteil ist einfach in meiner eigenen Buchhandlung. Nummer 2. Welches Genre kaufst du am meisten? Das wird auf jeden Fall die Gegenwartsliteratur sein, das, was so hinter mir steht. Ansonsten halt ganz gerne Science Fiction, aber auf jeden Fall weniger und immer auch wieder Klassiker, wobei die ja in verschiedene Genres eingeordnet werden können. Aber ja, die Gegenwartsliteratur ist so mein Hauptding. Nummer 3. Kaufst du eher E-Books, Taschenbücher oder Hardcover? E-Books gar nicht und ich glaube, ich kaufe eher Taschenbücher. Hardcover kommen mir schon immer mal unter, aber da ja, müssen sie mich schon sehr, sehr ansprechen. Oder manche der Hardcover, die hier stehen, sind zum Beispiel auch Leseexemplare, die wir dann von den Verlagen zugeschickt bekamen. Ja, das meiste Geld gebe ich wahrscheinlich für Taschenbücher aus. Weiter geht's mit: Wo findest du neue Buchkandidaten? Das ist natürlich schon auch zum Großteil Booktube. Also es gibt auch immer wieder einige Titel, die ich zwar schon mal in der Vorschau bei uns auf Arbeit gesehen habe, und die ich vielleicht auch anfragte, aber jetzt so unbekannte Sachen höre ich meistens über Booktube. Aus Zeitschriften ganz, ganz selten. Was gäbe es denn noch? Natürlich Empfehlungen von Kollegen, wobei ich mir die auch eher erstmal aufschreibe, statt mir dann so zu kaufen. Also das meiste sind entweder selber stöbern, online Verlagsvorschauen oder Booktube. Dann die Nummer 5. Nach welchen Kriterien entscheidest du dich für neues Lesematerial? Ja, gute Frage. Also, mich muss natürlich das Thema ansprechen. Ein Autor, den ich schon mochte, ist ein guter Punkt, aber nicht automatisch. Also, ich komme auch immer mal wieder in Verbindung mit einigen Amelie Nothomb-Büchern, die mich zum Beispiel nicht so interessieren. Und die habe ich bis jetzt auch dann einfach noch nicht gekauft. Und dann mal so ein bisschen reinlesen. Die Sprache ist halt mir sehr wichtig. Also, wenn ich auf der ersten Seite schon denke, boah, meine Güte, nee, dann lasse ich das Buch, glaube ich, erstmal eher. Aber das Wichtigste sind für mich eher die Themen, die Idee dahinter. Ja, glaube ich. Muss ich vielleicht nochmal länger drüber nachdenken, aber ich denke, das ist es. Weiter geht's mit: Wie viele Bücher kaufst du durchschnittlich pro Jahr? Ja, leider, sage ich jetzt mal, kann ich das noch gar nicht sagen. Ich hatte mir dieses Jahr nur vorgenommen, aufzuschreiben, wie viel ich ausgebe und habe dann aber verpasst, mir vielleicht auch mal die Nummer hinzuschreiben. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Das muss ich nächstes Jahr mal angehen. Aber ich habe ja in der Hälfte des Jahres irgendwie so eine seltsame Sache festgestellt, dass ich wirklich ganz, 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 ganz viele Bücher gelesen habe, dass mein Stapel ungelesener Bücher aber nicht weniger wurde, ganz im Gegenteil. Das heißt, ich muss ja mindestens so viele Bücher gekauft haben, wie ich sie auch gelesen habe, denn, also beziehungsweise man müsste noch diese Leseexemplare abziehen. Also ja, das kann ich euch leider noch nicht sagen, das interessiert mich aber auch und das werde ich wohl nächstes Jahr mal stärker verfolgen. Dann kommt als nächstes: Was würde dich dazu bringen, ein Buch sofort wieder aus der Hand zu legen? Auch eine interessante Frage. Es sind, glaube ich, so gewisse Klischees, wenn ich hinten drauf schon von irgendwie so Midlife-Crisis von Straight White Males lese. Das interessiert mich persönlich einfach nicht. Dann halt, also ehrlich gesagt, so manche Sachen, die ich auch nicht mal erst wirklich in die Hand nehmen würde, sind viele Bücher in die Richtung Frauenromane. Ich weiß, es ist ein komischer Begriff, aber wir wissen alle, was ich damit meine. Aktuell lese ich halt auch keine Krimis und Thriller. Das heißt, wenn da jetzt irgendwas draufsteht von Mord und Totschlag, Serienmörder oder mit 30erin, die zwischen zwei Männern schwankt, das ist einfach nichts, was mich jetzt so großartig interessiert. Im Sachbuchbereich vielleicht auch Dinge, die mir zu konservativ oder zu rechts klingen. Ich meine, es wäre vielleicht auch interessant, sich mit anderem Gedankengut zu beschäftigen, aber ich glaube, das würde mich mehr nerven und aufregen, als zum Nachdenken anregen. Und ja, so, ansonsten weiß ich jetzt nicht so genau. Man greift ja doch auch recht gezielt eigentlich zu Dingen, die schon so ein bisschen ansprechend auf einen wirken. Und das passt bei mir eigentlich auch ganz oft. So vom Cover her zum Beispiel kann ich das schon erkennen. Und dann gibt es einfach ein paar Sachen, wo ich denke, okay, das hast du schon gehört. Was an sich nicht schlecht klingt, aber was ich dann vielleicht nicht nochmal lesen muss. Nächste Frage dann.
Gibt es Bücher, die du mehrmals in verschiedenen Editionen kaufen würdest? Fällt mir spontan nicht ein. Vielleicht irgendwann mal die illustrierten Versionen der Harry Potter Bücher, aber das ist jetzt auch so kein Zwang. Also ich hatte mir, wenn überhaupt, dann immer mal vorgenommen, dass ich die quasi alternierend kaufe zu dem, was ich jetzt besitze. Denn ich habe Band 1 bis 4 auf Deutsch, Band 5 und 6 auf Englisch und die 7 wieder auf Deutsch. Das heißt, ich würde mir dann Band 1 bis 4 auf Englisch illustriert kaufen und so weiter und so fort. Aber ja, das ist jetzt kein näheres Ziel. Also ich bin da weniger so der Sammler, dass ich sage, hübsche Ausgaben und so, sondern wenn ich ein Buch habe und das las, dann ist da auch eigentlich alles gut. Und die vorletzte Frage: Lässt du dir gerne Bücher schenken, die du vorher nicht ausgesucht hast? Also letztes Jahr zu meinem Geburtstag, also dieses Jahr, mein letzter Geburtstag, da lief das außerordentlich gut. Meine Freunde haben so tolle Dinge für mich gefunden. Ich war überaus begeistert. In den Jahren vorher, also auch von Eltern oder so, da gebe ich lieber Bescheid, was ich gerne hätte. Ich mache das dann oft so, dass ich so 5 Titel schicke und sie suchen sich einen davon aus, sodass es immer noch eine kleine Überraschung für mich ist. Aber vielleicht gerade so durch BookTube ist ja eventuell auch bekannt, was ich so ganz gerne lese. Ich weiß auch nicht. Oder sie haben mit meinem Partner drüber geredet. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie das sehr, sehr gut ausgewählt. Und insofern ist es natürlich schon ein schönes Gefühl, wenn einem jemand was Perfektes schenkt. Das mache ich ganz gerne, aber ich habe auch überhaupt nichts gegen Gutscheine. Also es ist ja perfekt, wenn man sich selber sein Geschenk aussuchen kann und sich selbst glücklich machen kann. Das ist ja eine tolle Sache. Da bin ich überhaupt niemand, der sowas sagt, oh, Gutscheine sind unpersönlich, sondern ganz im Gegenteil. Das ist eigentlich perfekt, weil man sich dann persönlich ein Geschenk machen kann. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Gibt es Bücher, deren Kauf du bereust? Ich habe mich jetzt vor allem nochmal vor den Stapel ungelesener Bücher gesetzt, denn alles, was ich gelesen habe, ich bereue jetzt nicht, dass ich es gekauft habe. Also vielleicht ist es kein gutes Buch, aber dann gebe ich es halt weg. Und beim Stapel ungelesener Bücher war ich sehr froh festzustellen, dass von den gekauften Büchern nichts dabei ist, was ich bereue. Ich muss aber zugeben, dass ich zum Beispiel mal zwei Thriller mitnahm auf Arbeit, die da kostenlos rumlagen. Ich glaube, jemand anders hat die bei uns aussortiert. Und da ist halt aktuell das Interesse gar nicht so groß. Ich habe mir einen jetzt mal noch bis Ende des Jahres vorgenommen. Aber bereuen ist halt auch schon wieder gleich so ein starkes Wort, ne? Ich finde es jetzt nicht schlimm, dass ich die mitgenommen habe. Aber ich möchte nächstes Jahr, das führt jetzt ein bisschen weiter, aber es ist so die Anschlussdiskussion, schon ganz gerne wieder dahin zurück, dass man halt dadurch, dass man weniger auf dem Stapel ungelesener Bücher hat, die Bücher auch schneller liest. Ich glaube, dass es dann viel seltener vorkommt, dass eventuell diese Reue aufkommt, sondern man hat es letzten Monat gekauft, natürlich möchte man es lesen. Es ist vielleicht was anderes, als man hat es vor 7 Jahren gekauft. So richtig ist die Lust nicht mehr da. Genau. Also darauf möchte ich dann nächstes Jahr hinarbeiten oder ich bin schon dabei. Und das waren alle Fragen, ja? Die waren doch ganz interessant, auch wenn ich manches vielleicht schon mal gesagt habe. Ich werde auch wieder jemanden einladen, die ich mir aber noch ausdenken muss. Die schreibe ich dann hier hin. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.